Moin und herzlich willkommen bei Borderlands. Hallo. Mein Name ist Guido. Das hier ist der Tristan. Ja. Rage! Ein Spielkind, wie man Rage! Ja, wir haben uns gedacht, wir spielen mal Borderlands. Wir haben das vorgestern einfach mal kurz angespielt. Oh Gott, ist die Sensibilität hoch. Um zu sehen, wie das hier so funktioniert. Wir mussten uns erst an die Grafik gewöhnen und nachdem dann der Tristan auch rausgefunden hat, dass man die Grafikeinstellungen hochstellen kann, ist es für ihn auch irgendwie angenehmer geworden. Das Spiel sah aus wie ein großer Haufen Matsch, aber jetzt geht's. Ja, ich kann die Empfindlichkeit nicht weiter runterstellen. Super Spiel. Von der Maus runterstellen. Ne, muss ich ja wieder auf den Desktop. So, ich habe das ganz unten. Oh, so geht's. So. Du spielst Sturmsoldat. Ich spiel Sniper. Gucken wir mal. Da ist ein Roboter. Er nervt. Ja. Das hätte doch eine gute alte Portal-Zeit, oder? Bisschen, ja. Mal gucken. Darf ich vorstellen? Dies ist die New Youth Station. Mit diesem Gerät wird Der ist so leise. Ich muss erstmal die ganzen Optionen hier einstellen. Das ist doch kacke. Bitte aktiviere jetzt die New Youth Station. Audio, Video. So, ich muss ja jetzt. Muss ich da jetzt meinen Penis reinstecken? Du das mal. Mordecai. Den nennen wir uns. Farbe. Ich mach mal mit Pink. Ja, das passt irgendwie zu dir. Oh, ich hab schon $80. Wow. Fast reich. Ich finde auch die Sprünge irgendwie total wahnsinnig hier. Nein, nicht schon wieder! Auto. Auto. Ist ja wie in GTA Borderlands Edition. Ja. Oh, hier sind Kisten. Gold. 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 Ja, du versteckst dich in so einer Blechtonne hier. Diese Banditen haben was gegen uns, Clark. Wir sind nicht darauf programmiert, für ihre Ziele über. Ach, C war ja dumm. Und öffne dich! Das Tor sieht so sicher aus. Da würde ich mich wirklich beschützt fühlen. Eure mit der Maus. You don't say. Was hätte und der stirbt nicht? Glaubst du ja. Wirklich ist die Knarre scheiße. Alter, wie ihr. Wieso lebst du noch? Kiste. Blut, alles meins, alles meins, alles meins. Kiste. Noch eine Kiste. Ah, dieses dumme Tutorial. Oh. Boah. Wie macht die Waffe keinen Damage? Ja, die Sniper auch nicht. Headshot oder ist ein Fass, Fass, verloren. Fass ist böse. Er auch nicht. Was los? Vier Nahkampfangriff. Yeah. Das hilft. Hey, lass mir was über. Hast du doch. Du hast eine Waffe, ich hab eine Waffe. Ach, von der Munition. Ach so. Weil die eine Muni ist meine und die andere Muni ist deine für die Waffe da. Die Sound sind da so über hier. So Quatsch, dieser Blechhaufen, so viel Müll. Tja. Da ist Bordy sympathischer, ne? Ah ja. Der sagt nicht so viel. Ist nochmal der ja, Roboter bei Portal.
Mega. Garnus? Ja, genau. Er war nervig. Alter, wie ich nichts treffe mit dem Sniper hier. Entweder leckt es extrem oder man trifft einfach nicht. Also er erwacht mit der Sniper so deutlich, ich treffe überhaupt nichts. Das ist richtig nervig. Ich glaube, ich werde mal auf Pistol umsteigen hier für den Moment. Du machst das schon. Wenn ich treffen würde. Der Evo-Sniper. Wo ist er denn? Da. Okay, wenn man näher rangeht, macht man mehr Schaden, das ist klar. Ist als Sniper sinnvoll? Ja. Durchaus. Au. Okay, das hier. Ich will nicht sterben. Ausgezeichnet. Ich wusste, du bist der Richtige. Level up. Los jetzt. Ich melde mich bald wieder bei dir. Kannst nicht aufheben. Was ist das für eine Olle eigentlich hier? Achtung, Bürger von Firestone! Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. Der neue Besucher hat das Problem gelöst. Mann, ich hab echt gedacht, jetzt ist alles Dr. aus. Dr. Z. Diese Banditen lassen uns einfach nicht in Ruhe. Was, ich? Ich musste alles verrammeln. Guck hier so ein bisschen rum. Ich lass dich rein. Ob ich was Brauchbares finde. Ach schon. Verdammt. Die da liegen ja überall irgendwelche Haufen hinter Häusern rum und sowas alles. Nur den. Ja, ja, halt die Fresse hier. Das ist eigentlich der Roboter immer neben mir. Oh, ultra gay. Auch da wahrscheinlich. Was ist denn in der Post heute? Munition. Ah, alles klar. Sieht aber freundlich aus. Wollte gerade sagen, hat der so ein Hakenkreuzarmband drum? Oder nee? Danke fürs Aufmachen. Ich heiße ja, bitte, dass ich dir dein Haus aufmache. Operieren darf ich nicht mehr, seit ich meine Lizenz verloren habe. Aber ich halte die Medstationen hier am Laufen. Was hätten wir? Bitte folge mir, ich öffne das Geld für dich. Was ein Arzt dir auch verschreiben würde. Bloß ohne die alte Predigtmarke. Lass ihn einfach mal weiterreden, da hinten. Ja, ich bin schon nach draußen. Man kann spinnen. Ach, jetzt geht das der rechte Roboter kaputt. Stirb bloß nicht. Sieht aus, als würdest du Nein Toast schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt was. Was? Was für ein Toast? Nein, Toast. So, Toast von Janket oder so, keine Ahnung. Nein, nicht. Finde ich eigentlich gar nicht. Dafür, wir lassen ihn da liegen. Ja. Dann kommen wir hier nicht durch. Der kleine Roboter ist arg ramponiert. So hält er nicht mehr lang durch. Sieh zu, ob du was findest, womit du ihn. Quatsch mir nicht voll, du Alma-Verschnitt. Da ist doch hier der Kid. Geklaut. So gut wie neu. Ich glaube, ich. Er scheint okay zu sein. Es wird Zeit. Du musst deinen Part übernehmen auf der Reise, die vor dir liegt. Warum liegt hier eigentlich das Droh rum? Wow, diese Waffe macht so viel Schaden. Ja, guck dir mal die Sniper-Waffe an. Ich schieß drauf und die Hälfte weg. Okay, im Nahkampf bringt's mehr. Krieg aber Schaden. Nee. Das sollte reichen. Das kann ich gar nicht verantworten. So, wohin jetzt? Zurück wahrscheinlich. Abgeben, ja. Ne? Oh.
Na gut, wir sind doch Level 1 noch, oder Level 2. Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Haben. Was müssen wir jetzt machen? Irgendwie wieder da hinten hin. Nee, Energiekoppler und ähnliches. Aktivieren. So. So ist Munition. Ach, stimmt, der war auch da. Der war auch da, ja. Bei mir zu Hause auch immer. Man weiß ja nicht. Ja. Ab für die Map. Stimmt, genau da hinten müssen wir hin. Wow. What the fuck? Wie viel Schaden ich mache. Aua! Ich hab den doch aufgenommen. Lol. Was willst du? Ich hab zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Dir dafür ein Erste-Hilfe-Kit zulegen. Zeug verkaufen? Wie macht man das denn? Du musst da oben auf den Geldsack treten. Das sind. Ach, da oben, ja. Was hab ich denn? Hab gar nichts, was ich verkaufen könnte. Abliefern. Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Mehr oder weniger. Oh, Banditen töten. Die Leute trauen dir noch nicht. Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier. Es nützt dir, wenn du Dr. Zed bei seinem Problem mit Nine Toes hilfst. Ja, komm. Presse. Bla bla, Mr. Freeman. Ja, bla bla, das ist doch. Die guten alten Zeiten. Oh, da rennt der Köter wieder rum. Warte mal. So, hin, ach da. Leck mich. Aber irgendwie verdienen die hier gar nichts, ne? Ein Loot oder so. Irgendwie nicht. Lass mal die Sniper spielen. Ja. Effektiv wie sie. Ah. Immer hier außen rum. Sehe ich keinen mehr. Doch, da rennt einer. Ich will mal mit Q markieren, ich spiele zu viel Battlefield. Mann, die bleiben nicht stehen. Da treffe ich sie auch nicht. Das war Pro. Was hier so drin ist. Da kommt noch mehr, ne? Sieht cool aus. Alter, wie ich den nicht treffe jetzt. Oh, die werden von Viechern angegriffen. Werde ich von Viechern angegriffen. Oh, da ist noch ein Partie. Ja, in den Hinterkopf und er lebt noch. Ja, kiss die. Das hier. Da hinten kommen noch ganz viele Welpen da von diesen.
doch nicht an hier.